Thomas Jatzombek aus Düsseldorf, Beauftragter der Bundesregierung, einmal, also bist ja Doppelbeauftragter, einmal für Raum- und Luftfahrt und dann für digitale Wirtschaft und Startups. Genau, Luft- und Raumfahrt als Koordinator der Bundesregierung. Als und Koordinator. Was aber eigentlich das Gleiche ist wie Beauftragter, glaube ich. Und klingt beides gut. Für Startups und digitale Wirtschaft im BMWi. Das ist ja dein Magenthema. Du bist ja auch IT-Unternehmer, Informatiker und bist sozusagen jetzt nicht einfach, wie man das manchmal in der Politik hat, okay, da ist ein Ressort frei oder da ist jetzt ein Thema frei, ich setze mich da drauf und das ist dann mein Ticket irgendwo hin, sondern das ist ja tatsächlich dein Grund, auch warum du Politik machst. Bist du mit deinem Posten so zufrieden, dass du sagst, ich muss unbedingt hier in diesem Bereich auch bleiben? Also mir macht es Freude und ich habe in der Tat vor, ich glaube, über 25 Jahren im IT-Bereich gegründet. Ich bin eigentlich BWLer, aber wie viele in der IT-Branche am Ende auch Autodidakt und habe 10 Jahre lang hauptberuflich IT-Services gemacht für kleine und mittelständische Unternehmen und glaube, dass ich auch, was die technischen Dinge betrifft, ziemlich trittfest bin. Und dann habe ich halt in der Politik irgendwie auch andere Themen gemacht, in der Kommunalpolitik, vor allem Schule, später dann auch jetzt auch im Bundestag, ich bin auch im Verkehrsausschuss. Da ist auch eine große Leidenschaft von mir, gerade in diesen neuen Mobilitätsthemen. Da wächst das alles auch zusammen mit Startups und Digitalisierung. Aber früher musste ich halt auch immer die IT-Themen machen. Da hatte niemand Lust drauf. So, und dann kam irgendwann der Punkt mit der Piratenpartei und wo dann erkannt wurde, das ist ein hippes Thema und auf einmal sprangen auch ganz andere Leute drauf, Geisteswissenschaftler und so. Mein Freund Peter Tauber zum Beispiel, der dann, war auch interessant, einen ganz anderen Blickwinkel auf die Themen hatte und wir haben uns da auch gut ergänzt in den Jahren. Du sagst, das war das unbeliebteste Thema, unbeliebter noch als Finanz- und Gesundheitspolitik? Ja, ich glaube ja, weil irgendwie bis heute ist das so, dass man immer wieder auch merkt, dass Leute Sorge haben, dass sie irgendwie mit den Begrifflichkeiten durcheinander kommen. Und die IT-Welt hat natürlich auch eine Menge Begrifflichkeiten und es entstehen unentwegt neue. Und das Potenzial, irgendwelche Buchstaben zu verdrehen, ist relativ hoch. Und das, finde ich, leider führt dann dazu, dass der eine oder andere dazu Berührungsängste hat. Ich sage jetzt mal, aus dem IT-Umfeld kommt, ich fand immer die Juristerei nicht ganz so trivial. Und da hat man es auch irgendwie gelernt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht zu viel verlangt, dass der eine oder andere vielleicht doch mal besser die Mechanismen auch durchdringt, weil man kann am Ende Digitalisierung nur schaffen, wenn das von ganz oben kommt. Das kann man nicht auf irgendeiner Zwischenebene machen. Das muss wirklich, der CEO muss am Ende das Thema verstehen und wollen und sagen, wir pushen jetzt hier. Es gab ja ein Interview von Doro Bär, der Digitalstaatsministerin, wo sie gesagt hat, bei aller Kritik an meiner Politik oder dem, was ich auch gemacht habe, man darf nicht vergessen, das Ministerium, das ich habe, gibt es gar nicht und hat so ein bisschen versucht zu erklären, warum eigentlich sie mit wenig Ressourcen ausgestattet war und am Ende aber eben doch so angesiedelt war, dass sie zumindest das Ohr der Kanzlerin hatte oder eben auch ihre Themen einspeisen konnte. Wie sieht das bei dir aus? Wie bist du infrastrukturell aufgestellt und wie kannst du deine Themen und das, was du an Ideen erarbeitest, in die Bundesregierung einspeisen? Ja, also ich würde die Bewertung von Doro teilen. Also ich halte sie für eine sehr gute Politikerin, aber sie hat sehr wenig Befugnisse und auch sehr wenig Apparat eigentlich jetzt gehabt. Und sie ist ja de facto eigentlich eher eine parlamentarische Staatssekretärin, die halt im Kanzleramt dann Staatsministerinnen heißen. Und insofern, glaube ich, muss man das fair messen an der Erwartungshaltung an dem, was sie an Ressource auch hatte. Und da, finde ich, hat sie eine Menge draus gemacht dafür. Und was mich jetzt betrifft im BMWi, ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt in alle anderen Ressorts reinregieren können, wenn es um elektronische Gesundheit geht. Also Corona, kurz nachgleich, das Wirtschaftsministerium. Genau, das Wirtschaftsministerium wäre. Aber was wir halt eben machen, ist natürlich vor allem das ganze Thema der Startups. Wir sind ja zusammen mit dem BMF auch verantwortlich für die KfW. Finanzministerium. Viele der Programme machen wir da und wir haben. Das war unser Ziel, das war auch eigentlich mein Ziel schon zu Beginn der Periode. Wir hatten auch im Koalitionsvertrag drin stehen, wir wollen halt die Mittel für Startups deutlich ausbauen, 1 Milliarde mit der Versicherungswirtschaft. Und wir haben es jetzt hingebracht, dass wir tatsächlich einen 30 Milliarden Zukunftsfonds jetzt aufbauen, 10 Milliarden öffentliches Geld, 20 Milliarden private Gelder, die da reinkommen.
Das ist ein Riesensprung nach vorne. Das ist das größte Programm in ganz Europa. Und wenn man das so ein bisschen als Baby betrachten will, würde ich sagen, der Kopf ist schon draußen. Die Beine müssen vielleicht noch nachkommen, aber wir haben jetzt die ersten Module, die ans Laufen kommen. Wir machen jetzt einen Deep Tech Fund, wir investieren auch in klassische Instrumente mehr und wir sind auch jetzt gerade dabei, bei den Versicherungen dafür zu werben, in ein neues Produkt einzubezahlen, wo wir die Versicherungswirtschaft dazu bringen wollen, in Startups zu investieren. Stichwort Wasserfallmodell. Trotzdem ist ja IT-Wirtschaft in Deutschland doch, ich will nicht sagen ein Nischenthema, aber unterentwickelt. Also wenn man sich die größten DAX-Konzerne anguckt, ist, glaube ich, außer kommt nach SAP lange nichts oder gar nichts. Was muss Deutschland außer jetzt so einem Fonds, der ein erster Schritt ist, konkret tun oder was sind die nächsten Schritte, damit wir da auch international konkurrenzfähig werden? Ja, also wir wollen jetzt nicht nur in Software und Digitalisierung hier investieren, sondern ich finde wichtig, dass man beim Thema Wirtschaftspolitik wirklich sagt, wir wollen in Technologie investieren. Ob wir jetzt Quantencomputer, da machen wir jetzt eine Milliarde zum Beispiel, nehmen oder ob wir jetzt, wir haben Aufträge vergeben, um Raketen-Startups groß zu machen oder das Thema elektrisches Fliegen, wo wir sehr viel Ressource drauflegen, weil ich glaube, dass wir in den 30er Jahren in Europa nicht mehr mit Verbrennung fliegen müssen, sondern elektrisch emissionsfrei fliegen können und damit übrigens auch 10 Jahre mindestens schneller werden als der typische Zeitraum, um eine ICE-Strecke zu bauen. Also Technologie ist deutlich mehr als nur Software, aber Software steckt da überall drin. Man kann heute keine Maschine mehr bauen, ohne dass die Software eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und das Beispiel SAP zeigt ja, wir können Software auch. Und SAP ist im Übrigen mit großem Abstand das wertvollste deutsche Unternehmen. Ich glaube, mehr als doppelt so viel wert wie die Nummer 2. Und das zeigt, welches Potenzial in Software steckt und dass wir es auch können und das müssen wir abrufen. Und eine Firma, die wir gefördert haben mit 2 Programmen, mit Exist, wie auch mit dem German Accelerator, ist Celonis, die jetzt das erste Dekakorn sind, also ein Startup, was eine Bewertung von mehr als 10 Milliarden hat. Und ich bin der festen Überzeugung, das wird das nächste SAP. Wenn man sich einmal anschaut, was die da bauen, die machen mit künstlicher Intelligenz, analysieren die Geschäftsprozesse in großen Unternehmen. Ein wahnsinnig großer Markt, ein wahnsinnig kompliziertes Thema, wo die, glaube ich, wirklich sehr viel Know-how haben. Wir sind da in der Tat auf dem Weg, groß zu werden, auch in Software. Bei der Corona-Warn-App gab es ja eine große Diskussion darum, warum setzt Deutschland oder warum setzen auch deutsche Unternehmen so viel auf proprietäre Software, also wirklich Software, wo der Code geheim ist, wo am Ende eine Firma Geld damit verdient, dass sie dieses Programm verkauft. Und da war eine häufig geäußerte Kritik, dass die Zukunft eigentlich im Open-Source-Code liegt. Siehst du das auch als Kritikpunkt oder und wie könnte man mit Open-Source auch Geld verdienen oder wie kann man das als deutscher Staat dann schmackhaft machen, trotzdem auch ins Open Source einzusteigen und eben einen Quellcode zu veröffentlichen und alle können den sehen? Also bei der Corona-Warn-App wird der Quellcode ja veröffentlicht und auch mit der Community. Instanz, ja, aber da war ja schon ein ziemlicher Streit vorher, es war ja in eine andere Richtung unterwegs. Das war. Und das war auch ein Fehler, muss man deutlich sagen. Also es gab ja erst ein Konsortium, was entstanden ist, auch aus dem Digitalrat. Und da war die Idee, dass man so eine zentrale Lösung baut und eben nicht auf Open Source setzt. Und ich glaube, das ist rechtzeitig erkannt worden, dass das ein falscher Weg ist. Und stattdessen wurde ja dann am Ende SAP und Telekom beauftragt, eine dezentrale Lösung Open Source zu bauen. Und das ist auch richtig. Und wir haben einen Parteitagsbeschluss, an dem habe ich selber mitgeschrieben, der sagt, alles, was der Staat selber an Software erstellt, muss Open Source sein. Das finde ich wichtig. Erstens, damit auch andere mal reingucken können, um zu sehen, gibt es da Fehler, Probleme. Aber zum Zweiten auch, wir sehen manchmal in solchen Murks in der Software der öffentlichen Hand, dass das auch eine gewisse disziplinierende Wirkung hat, wenn diejenigen, die es entwickeln, wissen, dass das alles, was sie da auch möglicherweise um die Ecke programmieren, hinterher für Dritte sichtbar wird. Und deshalb bin ich ein großer Open-Source-Verfechter. Ist was anderes, wenn man Leistungen einkauft. Dazu kann man jetzt nicht jeden mittelständischen Softwarehersteller zwingen, nur weil er auch an den Staat verkauft, jetzt alles offen zu legen. Ich glaube, da soll auch jedes Unternehmen selber die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wie man es macht. Aber wenn der Staat selber entwickelt, muss Open-Source sein. Software-Mängel hat es ja auch in der Connect-App, in der Wahlkampf-App von der CDU gegeben. Als du das mitbekommen hast, wie sehr hast du dich da geärgert?
Ja, sowas kann passieren, das darf natürlich nicht passieren. Ich glaube, es wäre auch für uns klug, sowas als Open Source zu entwickeln, weil man dann natürlich auch die Community mit einbeziehen kann und auch sehr viel früher möglicherweise halt eben auf solche Probleme stößt. Und insofern wäre das tatsächlich mein Wunsch, dass wir es als Open Source machen, und man muss dann natürlich mit den Dingen sauber umgehen. Und es war richtig, als wir erfahren haben, da gibt es ein Problem, das sofort vom Netz zu nehmen. Und ich bin auch Lilith da sehr dankbar dafür, dass sie uns auf diese Probleme aufmerksam gemacht hat. Ich habe selber seit Jahren immer wieder auch den CCC angesprochen, wenn wir auch Gesetzgebungsvorhaben hatten, weil ich finde, dass die einen wichtigen Input machen. Es gibt eigentlich keine andere Truppe, die so viel Ahnung davon hat, wie man Dinge absichern kann. So ein gutes Gespür, Chaos Computer Club, wo halt Fehler drin sind. Und insofern schätze ich den CCC, und ich bin da ganz dankbar für, dass sie uns da geholfen haben. Wenn ich mich ein bisschen umgucke, bei der Themensetzung im Wahlkampf habe ich das Gefühl, dass Startups und Digitalwirtschaft einigen Leuten total unter den Nägeln brennen. Das sind dann aber auch Leute, die wirklich in diesem Bereich unterwegs sind, dass die zahlen- und mengenmäßig aber nicht so viel ausmachen, dass man sagt, das ist jetzt eine sexy Wahlkampfstrategie, mit der man die Massen auf seine Seite zieht. Wo siehst du die Rolle dieses Themas einmal in der Bedeutung für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands, und dann aber auf der anderen Seite, wie spricht man dieses Thema am besten im Wahlkampf an? Das ist ein guter Punkt. Also ich halte das ganze Startup-Ökosystem für absolut missionskritisch für die deutsche Wirtschaft, weil wir ja sehen, dass in großen Organisationen wirklich umwälzende Innovationen eigentlich kaum möglich sind. Also das Elektroauto zum Beispiel wurde ja auch nicht bei GM oder bei Ford oder bei Chrysler entwickelt, sondern bei Tesla, einem Startup. Ja? Und das kann man auf sehr beliebig viele Dinge ziehen. Also selbst Google und Facebook haben die Innovationen ja von Startups dazugekauft, von YouTube bis WhatsApp. Und das zeigt, dass also egal wie agil eine große Organisation ist, man sich immer schwerer damit tut, wirklich diese disruptiven Innovationen zu machen. Und deshalb sind die Startups so wichtig. Und wir leben halt sehr stark von Unternehmen, die häufig älter als 100 Jahre sind, die sehr erfolgreich darin waren, Produkte weiterzuentwickeln in der Evolution. Aber wenn eben jetzt das Flugzeug künftig elektrisch fliegt und nicht mehr mit Gasturbine, was bedeutet das? Wer werden die Gewinner sein? Die Macht und die Arbeitsplätze und das Know-how wird im Zweifelsfall eben neu verteilt. Und da werden welche kommen, die werden die etablierten Anbieter herausfordern. Und ich möchte, dass die aus Europa und aus Deutschland kommen und nicht unbedingt nur aus den USA und aus China. Wie man das jetzt an die Wählerinnen und Wähler transportiert, ist jetzt immer ein anderer Schnack. Wir sehen natürlich, dass Spitzenpolitiker sich gerne mit Mark Zuckerberg und wem auch immer fotografieren lassen, die es schon geschafft haben. Ich finde, das Thema Vorbilder ist wichtig, dass wir halt unsere Gründerinnen und Gründer auch mal nach vorne stellen. Wir brauchen mehr Gründergeist im Land, wir brauchen Vorbilder, dass die Kinder in den Schulen sehen, hey, das kann ich vielleicht auch, und guck mal, was die Cooles gemacht haben. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und ob man damit jetzt tatsächlich in seinem Wahlkreis die Leute in Ekstase bringt, dass man sagt, wir entwickeln Technologien in 10 Jahren, ich bezweifle es. Es ist leider so. Aber in 10 Jahren, wenn wir diese Technologie nicht haben und die alten Arbeitsplätze irgendwann verschwinden, werden uns die Leute fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? Und deshalb ist das vielleicht nicht das Nummer 1 Wahlkampfthema, aber ich glaube, das ist elementar für uns, damit wir unseren Wohlstand auch für morgen sichern können. Das heißt, du würdest jetzt nicht in das Thema reingehen als, das sind die aufregenden Möglichkeiten, sondern eher, das ist der Arbeitgeber von morgen. Ja, man kann ja auch Ziele definieren. Wie ich schon gesagt habe, fürs elektrische Fliegen, wir haben ja eine große Diskussion über Kurzstreckenflüge, ob man jetzt verbieten soll oder nicht oder hin oder her. Und das hat ja 1000 Facetten, dieses Thema. Nur am Ende wollen die Leute ja trotzdem nach Mallorca. Ja, und von Düsseldorf aus ist das ein Kurzstreckenflug unter 1.500 Kilometern. Und wenn man mal im Sommer da ist und sieht, wie viele Flugzeuge jeden Tag landen, merkt man, wenn man das elektrifiziert, hat das natürlich ein wahnsinniges Potenzial, diese Klimaziele besser zu erreichen. Und ich glaube, wir werden das nicht nur mit Verzicht, sondern auch mit Technologie lösen können und müssen, die Herausforderung des Klimaschutzes. Und dann ist es eine Frage, wie viel Druck gebe ich drauf? Fange ich mit Regulierung an? Kündige ich vielleicht auch schon mal an, dass man die Ticketsteuern erhöht für diejenigen, die noch mit Gasturbine fliegen, und möglicherweise senkt für diejenigen, die elektrisch fliegen, bis ins Negative, das, was wir beim Auto ja auch gemacht haben. Zuschüsse zu den Maschinen, Steuervorteile im Betrieb. Wenn man sowas jetzt auch ankündigt für das Fliegen plus eben Technologieförderung, was wir jetzt machen, glaube ich, können wir das deutlich schon schneller erreichen. Wir wollen ja so ein 40-sitziges elektrisches Flugzeug bauen ab 2030, und dann kommt es darauf an, wie schnell kriegt man das jetzt auch wirklich eingeflottet und in Masse ausgerollt.
Du bist jetzt auch selber im Wahlkampfmodus. Wie verändert sich dein Alltag dadurch? Also wie sah deine Woche vielleicht vorher aus? Wie sieht deine Woche jetzt aus? Was für Termine sind Termine, die man vor allem im Wahlkampf wahrnimmt? Und was sind Termine, die vielleicht auch durch Corona jetzt erst neu erdacht worden sind, wo man sagt, okay, im normalen Wahlkampf oder vor 4 Jahren hätte ich das jetzt nicht gemacht, aber das ist jetzt neu. Also ich glaube, wir haben alle gelernt, dass online wichtig ist und wichtiger. Jeder sagt das, aber nicht jeder tut es. Das muss man auch sagen. Das ist auch kompliziert, dann wirklich am Ende zu sagen, ich nehme einen Teil meines Wahlkampfbudgets jetzt für Targeting und für eine Agentur. Aber ich halte das wirklich für wichtig. Wir haben letztes Jahr in Düsseldorf eine Kommunalwahl gemacht, sehr viel online gemacht und das hat für uns auch funktioniert. Und Corona ist dann natürlich ein Beschleuniger. Und was den Ablauf betrifft, ist natürlich so, dass, glaube ich, jetzt alle Politiker weniger Informationstermine irgendwo machen und Gespräche hinter verschlossenen Türen, sondern mehr halt auch wirklich rausgehen. Man wird auch zu vielen Veranstaltungen eingeladen, die sind teilweise hybrid oder digital und eben dann nicht mehr in Präsenz. Man muss ein bisschen flexibler sein. Wir hatten eine große Open-Air-Diskussion, die ist jetzt schon 2-mal wegen Regens abgesagt worden. Jetzt haben wir einen 3. Termin, mal gucken, ob das dann klappt. Also das gehört auch mit dazu, aber unterm Strich, glaube ich, ist der Wahlkampf eher Evolution als Disruption, den wir gerade erleben. Was ist denn so eine, also ich habe jetzt zum Beispiel hier schon gehört, jemand hat eine neue Wahlkampfzeitung aufgelegt, Leute haben sind auf verschiedene Ideen gekommen. Was ist denn so eine Idee, die vielleicht in deinem Wahlkampf oder in dem Wahlkampf von einem anderen Politiker, wo du gedacht hast, das sollte man nachmachen? Ja, ich glaube, im Laufe der Jahre hat man natürlich schon eine Menge Dinge ausprobiert und hat dann irgendwann ein Gefühl dafür, was so funktioniert und was nicht. Also ich glaube, die große Herausforderung in diesem Jahr ist tatsächlich nochmal dieses Thema Targeting zu adressieren. Und zwar auch richtig zu adressieren. Das ist, glaube ich, jetzt in diesem Jahr sozusagen die Hauptinnovation. Und dann setzt man natürlich auf bestehende Instrumente. Und ich glaube, das persönliche Gespräch ist halt unheimlich viel wert. Und auch solche Instrumente wie Hausbesuche, die funktionieren auch zu Corona-Zeiten. Man kann jetzt nicht mehr so gut in so Treppenhäuser gehen und da vor der Tür stehen. Und ich fand das vorher schon auch immer schwierig, weil ich selber vielleicht jetzt auch keine Lust hätte, wenn ich zu Hause bin, dass ich die Tür aufmache und da steht dann direkt schon irgendwie jemand. Aber so gerade da, wo die Einfamilienhaussiedlungen sind, was natürlich für uns auch immer eine Stammwählerklientel häufig ist in diesen Gebieten, da funktionieren auch Hausbesuche weiterhin. Und das persönliche Gespräch ist am Ende halt doch durch nichts richtig zu ersetzen. Wir haben auch zum Beispiel eine digitale Bürgersprechstunde und sowas jetzt ausprobiert. Aber da haben wir auch nicht so die Resonanz bekommen, die ich eigentlich erwartet hätte. Wir bieten wohl jetzt auch stärker Menschen zum Beispiel, die uns einen Brief schreiben, an, dass wir mal eine Viertelstunde per Video sprechen, statt irgendwie sich Briefe hin und her zu schreiben. Das wird sehr positiv angenommen. Also da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Du sprichst ja das Targeting an. Also Parteien wie die Grünen oder auch wie die FDP wissen ja ziemlich genau, an wen sie ran müssen. Da gab es natürlich vorher immer so ein bisschen die Theorie, so ist der FDP-Wähler. Jetzt werden Daten auch erhoben, um zu gucken, ein bisschen genauer, ein bisschen präziser, wer ist das eigentlich? Ein bisschen weg nur von der reinen Theorie oder dem reinen Gerücht. An wen in der jetzigen Wahlkampfphase, wir haben ja 32 Tage bis zur Bundestagswahl, muss die Union jetzt ran? Ich glaube, man kann das ja sehen aus den Vergangenheitswerten, wo wir halt eine hohe Zustimmung haben und wo nicht. Ich glaube, alle diejenigen, die in Wahlkreisen länger unterwegs sind, die können einem wahrscheinlich ungestützt die ganzen Straßen auflisten oder so, zumindest mal so die Hauptstraßen in den Gebieten. Habt ihr da irgendwie so einen Plan oder sowas? Und ja, sagt, ich habe den mittlerweile im Kopf. Wir hatten das in der Tat in der Vergangenheit auch mit dieser Connect-App und wir haben da auch das teilweise auf Karten gelegt und das ist, wenn man mit einem Team unterwegs ist, auch immer ganz hilfreich. Aber jetzt im Laufe der Zeit, auch durch Kommunalwahlen und alles drum und dran, hat man, also ich habe da wirklich gutes, glaube ich, persönlicher Erfahrungshorizont, wo jeder Straße kann man sagen, da waren die Leute eher doch bei einer anderen Partei, da waren sie für uns sehr offen, da waren sie vielleicht auch manchmal ein bisschen kotzig, was einem ja auch alles so passiert. Und genau, also ich glaube, das kann man ungefähr auch dann matchen. Also wenn wir jetzt Online-Wahlkampf machen, auch auf unsere Stadt bezogen, kann man das ungefähr auch matchen. Und man muss natürlich immer gucken, wie kriegt man zu einer Botschaft die richtige Zielgruppe. Ich habe im Kommunalwahlkampf ein Video gemacht, da haben wir der alte Oberbürgermeister hat immer erzählt, er würde was für Radfahrende tun, hat er aber nicht. Er hat dann einen großen symbolischen Radweg gebaut und alles drumherum war wirklich unmöglich. Und ich fuhr also über so eine Straße und sah, da waren immer 20 Meter Radweg
20 Meter nicht, 20 Meter Radweg, 20 Meter nicht. Ich habe das dann als Video verfilmt und wir haben das dann ganz gezielt ausgespielt an Leute, die halt interessiert sind an Fahrrädern, die Fahrradzeitschriften abonnieren, die selber vielleicht irgendwie Biken, sich für E-Bikes interessieren, Radrennen und so weiter. Und da haben wir eine ganz interessante Zielgruppe zusammenbekommen, einfach nur als Beispiel, die auch ganz ordentlich darauf reagiert haben und mit denen wir eine spannende Diskussion hatten über die Frage, ob wir das eigentlich besser machen können oder nicht. Das muss man natürlich auch beantworten. Aber die Zielgruppe muss immer zur Botschaft passen. Ich glaube, es macht keinen Sinn zu sagen, so, ich versuche mal so ein Set von Leuten zu bekommen, die uns vielleicht wählen und die bespiele ich von heute Afghanistan über morgen Sicherheit in der Altstadt bis übermorgen irgendwie Umweltspuren, sondern die Zielgruppe muss am Ende zur Botschaft passen. Du beschäftigst dich viel mit Zukunftstechnologien, wenn du jetzt so einen Blick in die Zukunft wagst. Sagen wir mal 10 Jahre. Wie reisen, arbeiten, was sind die größten Unterschiede in unserem Alltag? Was werden wir spüren? Das ist super schwierig zu prognostizieren, ja, weil das iPhone ist jetzt, glaube ich, 12 Jahre ungefähr, plus minus alt. Und ich glaube, keiner hätte sich vor 12 Jahren vorstellen können, dass diese Innovation zu all diesen Veränderungen führt, die wir heute sehen. Bis hin zu Dingen wie Carsharing, wären ohne ein Smartphone ja völlig ausgeschlossen. Bikesharing, was diese ganzen E-Scooter und so weiter. Deshalb, ich glaube, das ist sehr schwer zu prognostizieren, seriöserweise. Ich bin ja auch noch im Verkehrsausschuss und wenn wir so auf Mobilität gucken, da werden wir einen unglaublichen Gamechanger erleben durch das Thema autonomes Fahren. Ich war jetzt Berichterstatter für das neue Gesetz für autonomes Fahren. Wir sind das erste Land der Welt, wo in der gesamten Nation das möglich wird. Und wo wir vor allem erstmal auch auf kleinere Busse setzen, der Game Changer wird sein, es wird nicht so sein, dann mein nächstes Auto fährt selbst, sondern ich kaufe kein Auto mehr, sondern einen Service. Weil ich brauche keinen Parkplatz mehr abends zu suchen in der Innenstadt, wo ich vielleicht nur schwierig einen finde. Ich muss keinen Parkplatz suchen an meinem Ziel, sondern ich bestelle mir mit der App halt irgendwie ein Fahrzeug. Und wenn dann noch irgendwie Google seine Anzeigen ausspielt, dann kriege ich vielleicht noch eine Subvention. Das Autofahren wird so billig wie noch nie, weil diese flotten Fahrzeuge teilen die Fixkosten auf viele Leute auf. Man hat keinen Fahrer mehr, elektrisch betriebene Fahrzeuge sind günstiger in TCO. So, und wie man das jetzt sortiert, ist für uns eine riesen politische Herausforderung. Und diese ganzen neuen Fahrzeuge sollten natürlich immer nicht nur eine Person transportieren, sondern idealerweise kleine Busse sein, wo man Verkehre aggregieren kann, wo ich eine Riesenchance sehe, dass man auch den öffentlichen Nahverkehr nochmal besser macht, auch in den Abendstunden, auch in den Außenbereichen, wo wir heute mit großen Bussen viel Luft transportieren. Und das wird ein riesen Gamechanger, auch für die Industrie, weil dann viele Leute, glaube ich, in den Städten sich keine Autos mehr kaufen werden. Das können sich heute noch nicht viele vorstellen, das kann in 5 Jahren total anders sein, wenn es für einen billiger und einfacher ist, wenn man es einfach jederzeit bestellt und heute mal den Bus, morgen den kleinen Smart und übermorgen die S-Klasse, um in die Oper zu fahren. Und wer dann die Kaufentscheidung trifft und was für Autos gekauft werden, das wird auch für die deutsche Automobilindustrie tatsächlich die zentrale Disruption werden. Also in Berlin kann man es schon leben, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Thomas, vielen Dank für deinen Besuch im Wahlcamp. Ich freue mich auf die Zukunft und mal sehen, inwieweit ihr da nach der Bundestagswahl, in welcher Rolle ihr da mitgestaltet. Ja, ich danke für die Einladung und alles Gute.